Taurus! Taurus! Und sein Gegner, Architeutes, der Thraker! Archi! Wir haben hier diesmal zwei verschiedene Klassen, wie ihr sie unschwer erkennen könnt. Haben wir hier einmal den Taurus, den Hoplomachus, angelehnt an den griechischen Hopliten, ausgerüstet mit einer Hasta, einem langen Speer, einem kleinen Rundschild, angedeutet an den großen griechischen Schild, damit ihr mehr sehen könnt, haben wir ihn etwas verkleinert. Und, ja, er führt etwas im Schilde, ein Messer. Ja, daher kommt er. Von daher, das ist seine Bewaffnung. Er hat einen Helm auf mit einem Kamm. Hat den Gürtel Bein über Oberschenkel, hohe Beinschienen, damit er durch das kleine Schild halt ausgeglichen ist. Und dann muss er sich gleich beweisen gegen den Thraker. Haben wir hier Architeutes. Architeutes! Wo hältst du die Klappe? Der Thraker. Einen Helm ähnlich geschnitten wie der des Hoplomachus. Eine Sika als Hauptbewaffnung. Eine gebogene Klinge, zweischneidig. Sehr gemein. Ein kleiner Schild, gebogen. Und auch wie der Hoplomachus, hohe Beinschienen, die den kleinen Schild ausgleichen. Eine sehr ungleiche Paarung. Aber wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Die Rudes, bitte. Und ich will etwas Vernünftiges gesehen. Einen vernünftigen Kampf. Ich will das Publikum vernünftig schreien hören. Bereit! Bugnate! Taurus! Taurus! Architeutes! Da hat der Hoplomachus seinen Speer verloren, die Runde hat entschieden. Er bekommt ihn nicht wieder, aber er hat eine Zweitwaffe, die er jetzt nutzen kann. Zeigt, was ihr könnt. Architeutes! Das ist der Tag für euch. Ich höre nichts. Architeutes! Noch könnt ihr wetten, wer das Publikum, noch könnt ihr wetten, wer gewinnt. Taurus oder Architeutes? Architeutes! Ich höre nichts, was ist denn das? Die Blote nur für euch, das ist doch für euch nur! Das war ein sehr schöner Treffer, sehr eindeutig. Und da haben wir zwei Finger. Architeutes, der Thraker, gibt auf. Und wir haben wieder dieselbe Situation, wie vorhin schon erklärt, das Vitam aut mortum. Ich wünsche wieder von euch, soll dieser Gladiator leben oder sterben? Oder sehe ich schon etwas ganz Böses? Oh, ganz böse. Ich habe etwas ganz Böses gesehen. Den Daumen nach unten gesenkt. Das geht gar nicht. Das tut weh. Überall im Körper. Das ist Hollywood. Beziehungsweise ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Nein. Das war historisch nicht korrekt. Man weiß eben nicht genau, dieses gehandhabt wurde. Man glaubt, dass es der ausgestreckte Daumen zum Hals geführt wurde. Aber man weiß es nicht. Deswegen machen wir das mit dem Vitam aut mortem. Weil ich meine, stellen Sie sich vor, Sie stehen unten in der Arena, 70.000 Leute gucken Ihnen zu und Sie fragen, soll er leben, soll er sterben? Alle strecken den Daumen nach, die Hand nach vorne, Daumen nach oben oder unten. Was können Sie sehen? In der Mitte.
Stellen Sie sich einfach mal in die Arena in die Mitte und gucken Sie sich mal um. Da sehen Sie gar nichts, außer dass viele ihre Fäuste nach vorne strecken. Das ist nicht viel. Von daher ist das so nicht möglich gewesen. Aber nun sind Sie dran. Ich möchte jetzt hören, Vitam soll erleben. Vitam? Vitam! 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 Ich hab's verstanden. Vitam! Unten! Das sind Blutfliesen! Der hat hier nichts zu melden. Komm in die Arena. Nun, wer ist für Mortem? Mortem! Das ist ziemlich eindeutig. Mein lieber Veranstalter, das wird sehr teuer für dich werden, denn er musste den verstorbenen Gladiator bezahlen. Taurus, walte deines Amtes. Ja, was? Er wurde gerichtet für euch. Das nennt man Beifall. Natürlich ist er nicht tot, von daher steh auf. Ja, das kannst du laut sagen.